Was soll ich machen? Kartoffelsalat. Gerne. Ja. Mache ich badischen Kartoffelsalat? Oh, super. So. Die Kartoffeln sind ja von heute. Die sind ganz frisch gekocht. Genau, weil anders funktioniert das ja nicht mit den badischen. Ja, und sind noch warm. Perfekt. Ja. So, ich habe sie schon geschnitten, damit es etwas schneller geht. Mhm. Ich finde das faszinierend. Der Kartoffelsalat ist sowas Simples, fast keine Zutaten. Keine Zutaten. Naja, also wirklich wenig, gell? Kommt einfach nur ein bisschen Zwiebelchen mit rein. Die sollten ziemlich klein geschnitten sein. Und was noch? Und dann werden die nur angeschwänzt, da kommt Brühe dran. Ein bisschen Öl und Senf. Dadurch wird das dann sämig. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass die Kartoffeln frisch sind. Ne? Ja. Weil die Stärke dann noch richtig sich verbindet und die Soße so richtig sämig wird. Ja, dann zieht das so richtig gut ein in die Kartoffeln. Genau. Und gibt dann einen guten Geschmack. Ja, richtig. Ja. Mhm. Die Zwiebelchen schwitzt sich nur an, also nicht irgendwie großartig. Die sollen nicht braun werden. Ah ja, dadurch kann man den Kartoffelsalat dann auch noch nächsten Tag essen. Okay, und du machst noch den Karottensalat. Ich werde den Karottensalat anrichten. Und dann habe ich noch ein bisschen Chicorée, das können wir auch noch verwenden. Mhm. Ich mache ein bisschen Chicorée-Salat und Feldsalat mit Radicchio, wenn du das übernehmen könntest. Dann mache ich noch ein Dressing für den Feldsalat. Ja, wir machen noch Dressings, zwei verschiedene. Einmal ein Feigen-Senf-Dressing und dann ein Dressing für den Chicorée-Salat. Das ist mit Curry. Aha, ja. Interessant. Und hier nimmst du immer deine tollen Schüttelfächer? Ja, das kann man als Ersatz nehmen, wenn man keinen Schüttelbecher hat. Heutzutage hat man das kaum noch. Ne? Aber so ein schönes Glas mit Deckel tut's auch. Okay. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen, wir sind schon voll im Geschirr. Wir machen heute verschiedene Salate. Einen badischen Kartoffelsalat, dann einen Karottensalat, marokkanisch. Und Feldsalat mit Radicchio. Und etwas Chicorée-Salat. Wird bestimmt sehr lecker. Ja, ich hoffe, dass es unseren Gästen dann auch schmeckt. Die Karotten habe ich auch schon raspeln können. Das war mir von der Zeit her schon möglich. Mhm. Marokkanisch ist halt mit etwas Zimt. Mit Zimt? Ja, Chilipulver, etwas Salz und Pfeffer. Hört sich ja super interessant an. Ja, Monika, das Rezept habe ich von dir. Kannst dich nicht erinnern? Doch. Das wird bestimmt toll. Ich schütte jetzt hier ein bisschen Wasser hier rein. Ja. Das ist dann die Salatsoße. Was kommt da noch dran? Ein bisschen Streuwürze. Streuwürze. Also einfach eine Gemüsebrühe. Ja. Bisschen Salz auch noch. Ja. Und brauchst auch noch Pfeffer, den habe ich mir hier gerne schon hingestellt. Ja. Komm, kriegst du ihn zuerst. Wieder zurück. Ich habe jetzt schon etwas Zimt reingemacht und ich weiß, mit dem Chili muss man etwas vorsichtig sein, damit das hinterher nicht gar so scharf ist. Da habe ich immer die Tendenz, etwas zu viel reinzumachen. Und dann aber manche lieben es. Lieber vorsichtig. Was tut da jetzt noch rein in Senf. Den Sud? Senf. Ganz normalen Senf? Ganz normalen Senf, also mittelscharf. Mittelscharf, ja. Nicht so scharf. Ah ja, sehr gut. Und der Senf? Der emulgiert das Öl mit dem Wasser. Ja, ja. Dadurch dann kann man das einfach schön so verrühren und das bindet sich dann ein bisschen, wird ein bisschen sämiger. Ah ja, kriegt auch eine gute Farbe. Mhm. So richtig so senfig. So, ich auch noch ein bisschen Öl. Mhm. Das Öl braucht man an den Karottensalat, damit sich das Karotin gut entwickeln kann. Schauen wir jetzt. Sonst kann der Körper das nicht so aufnehmen. Dann ne? kann der Körper das nicht so aufnehmen, aber mit ein bisschen Öl schließt sich das besser auf. Hm. Genau. Jetzt vermenge ich das. Und wie fährst du weiter? Und hast du jetzt auch noch Zitrone oder irgendeine Säure mit drin? Das kann ich, ja, da tue ich noch Zitrone rein. So eine halbe schlitze die nur ein bisschen mit dem Messer an. Und dann kannst du die super dann, auspressen. Genau. Hm. Siehst du? So. Sehr gut. Gibt dann eben auch noch ein bisschen Feuchtigkeit an den Salat. Ich schütte auch mal hier rüber. Ja, jetzt vermenge ich es noch mal. Ah ja, du schüttest es dann heiß darüber. Genau.
Und jetzt sieht der am Anfang noch ziemlich flüssig aus, aber wenn wir den jetzt in ein paar Minuten anrichten, wirst du sehen, haben die Stärke sich schon ein bisschen durchgezogen. Und es schmeckt ganz gut. Da bin ich ja gespannt. Da fehlt was. Genau. Oh, ein bisschen Essig habe ich ganz vergessen. Ja. Das ist natürlich super wichtig. Aber sonst so von der Brühe her ist es schon recht schmackhaft. Aber Salz darf noch schmackhafter werden. Ja. So, ich lasse meinen Karottensalat auch etwas ziehen. Den können wir auch schon mal, wenn du dann fertig bist, kannst du es mal probieren. Nicht, dass ich wieder zu viel Chili daran gemacht habe. Du hast eher so die feine Zunge dafür, für die marokkanische Art. So. Und ja, es wird schon weniger Flüssigkeit. Das versaugt einfach wie ein Schwamm. Jetzt ist er lecker. Also dann bin ich aber sehr gespannt. Kannst du mal probieren? Gerne. Mhm. Magst du auch mal hier testen? Mhm. Ach, meine Gabel, meinst du? Dann muss ich auch noch erstmal gucken, ob das was ist. Der ist jetzt da reingefallen, macht aber nichts. Ja, mit dem Essig. Warten wir mal, bis es durchgezogen ist. Hier bin ich auch mal sehr gespannt. Hat es ein bisschen getroffen? Gut. Und könntest du den Feldsalat mit dem Radicchio machen und das Dressing dazu? Gerne. Ich werde den Chicorée jetzt vorbereiten für den Salat. Mhm. Und ich habe mir überlegt, dass ich den Chicorée heute mal längs schneide. Ja, ich hoffe, ich kriege es auch gut hin. Das ist schön. Oder soll ich dir schon mal die Orangen schneiden für deinen Salat? Ja, das wäre auch gut, wenn du das vorher machen könntest. Ja. In den Chicorée, das ist gut, machen wir ein bisschen Orangewürfel rein. Mhm. Das harmoniert ganz gut. So, wirklich feine Streifen. Das hat dann mal ein anderes Gesicht. Aber wirklich, sieht schön aus. Ja. Einfach so Würfelchen, soll ich die schneiden? Okay. Also, das zweite auch noch. Den Chicorée werde ich schon auf die Platte richten. Okay. Schau mal, ich habe gedacht, wir nehmen gleich eine große. Ja, wir haben ja viele Gäste. Ja, da. Ich leg da mal los mit dem Feigensenf. Ja, genau. Ist das gut so? Ja, perfekt. Dann habe ich so eine tolle Currypaste gefunden. Ah ja? Ja. Und davon 2 Esslöffel rein. Mal so für heute. Man kann aber auch mehr reintun, weil man kann das gut auf Vorrat machen. Das hält sich ein paar Einfach Tage. Einfach im Kühlschrank. Ja. Super. Dazu nehme ich Wasser. Mhm. So. Und schütteln. Deckel drauf. Und shaken. Das ist perfekt. Willst du mal probieren? Ja, gerne. Schmeckt total lecker. Das Dressing. Ich kann schon mal beginnen, hier den Karottensalat. Genau. Und ich mache dann noch schnell das Dressing. Ja. Dann nehmen wir ein bisschen was von diesem Kürbisfeigensenf. Ja. Da ist schon Feige und Kürbis mit drin. Ja. Geht auch mit einem normalen Senf, aber schmeckt nicht so gut. Das ist dann etwas süßlich. Das schmeckt süßlich, halt besonders gut. Ja, so. Ja. Senf ist überhaupt in allen Variationen gut. Das ist Apfelsaft. Apfelsaft? Ja. Das mische ich jetzt noch mit Öl. So, Karottensalat, Hälfte, Hälfte. Und dann noch mal den Rest von deiner Zitrone. Ja, genau. Da mache ich das auch so wie du. Ja. Ich bin mal gespannt hier. So, dann hier, schau mal. Kartoffelsalat, Flüssigkeit. Aufgesogen. Sehr gut. Alles getrunken. Alles getrunken, ja. So, den leere ich auch schon mal da drauf. Und jetzt noch ein bisschen Streuwürze. Frischer Pfeffer. Ja, und das Dressing, gießen wir das auch dann an, ne? Wenn es soweit ist. Möchtest du den? Moment. Ich kann auch für dich schütteln. Gut, dann schüttelst du. Ja. Ich richte an. Viel Spaß. Ja. Also, jetzt noch mal hier shaken, ein bisschen schräger, damit sich das Öl mit den Zutaten jetzt verbindet. Aber toll. Aber du hast auch noch Petersilie, ne? Ja, ich mache ein bisschen. Ein bisschen Petersilie. Ah, weißt du, was wir noch machen könnten? Was denn? Orangenscheiben. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Und die Orangenstücke müssen auch noch auf den Chicorée. Mache ich dann aber nach dem Machst Dressing. Machst du nach dem Dressing. Ah ja, schon wegen der Farbe. Ja. Das ist sehr gut. Oh, ich glaube, das reicht. Wir haben noch Tomätchen, gell? Ah ja, genau. Ich hast du schon geschnitten? Ja, die habe ich vorhin schon geschnitten. Wollen wir reichen?
Die hätte ich jetzt bald vergessen. Schau mal. Ja, schön. Mhm. Da noch ein paar Tomätchen rein. Und dann noch Petersilchen. Ja. Und über den Feldsalat noch das Dressing. Mhm. Ich schneide in Schmeckt der Zwischenzeit. Das überhaupt? Das war jetzt einfach so wild gemischt. Der Feigensenf ist also wirklich sehr lieblich. Sieht gut aus. Ist lecker, ne? Schmeckt fantastisch. Nehme ich gleich nochmal eins. Das liegt halt allein an dem Kürbisfeigensenf. Das ist schon. Das ist was Gourmethaftes schon. Ne? Reichen drei? Ja, mach du ja. mal. Ich schneide dann hier die Petersilie noch für drüber. Ja. Ah, da habe ich noch gar nicht eingeschnitten. Ja, sieht doch gut aus. So, jetzt noch die Petersilie oben drauf. Und dann hätten wir es. Dann haben wir es geschafft. Mhm. Das ist auch gut so, weil die Gäste kommen gleich. Ja. Also siehst du, Monika, in kürzester Zeit haben wir eine schöne Salatplatte gerichtet. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.